Leute, wir sind wieder back. Need for Speed. Mir wurde ja gesagt, ich soll ja immer sagen, herzlich willkommen bei der Real Kommen zurück zu Need for Speed. So, da habe ich es gesagt. So, wir wollen jetzt mal schauen, ob wir hier ein sexy neues Lack- und Leder-Outfit finden. Oh, guck mal, der Joker. Wie geil ist denn der Joker, bitte? Finde ich sehr geil. Soul and Glass. Finde ich auch nett. Einfach weiß und schwarz. Mal gucken, ob wir hier noch was super Interessantes finden. Was man so auf den ersten Blick sieht. Was ist mit dem? Auch geil. Auch geil. Das ist hier. So ein bisschen Chrome. Ah, ein Haifisch. Boah, was ist hier? Das ist doch Cars. Oh, geil. Das finde ich eigentlich ganz süß. Komm, den nehmen wir mal. Den nehmen wir mal und jetzt machen wir die Outlaw Challenge. Ihr Lummel! Ihr seid mir nämlich alles ein paar Lummels! Schauen wir doch mal, ob wir die Outlaw Challenge packen und ob wir da vielleicht die Outlaws auch mal zu Gesicht bekommen. Die habe ich ja komplett, diesen Storystrang habe ich ja komplett außen vor gelassen. Schauen wir mal, was passiert. So, Delle. Und das Ding ist da oben. Da müssen wir natürlich erstmal hincruisen. Zack. 3 Kilometer, das kriegen wir ja gebacken. Ja, und ihr könnt mir ja mal verraten, Leute, in der letzten Folge, da war ich ja wieder, also, wie seht ihr das? Ich war so schnell unterwegs eigentlich in der letzten Folge. Vielleicht habt ihr es auch schon drunter kommentiert. Meiner Meinung nach war ich unfassbar krass unterwegs. Und habe trotzdem diese verdammte Challenge nicht geschafft. Woran liegt das? Ich weiß es nicht. Ach, guck mal, hier kann ich mir wieder so ein Ding abholen. Hallo, ich möchte mir so ein Ding abholen hier. Hallo! Da. Ui, der Nerd. Kling! Schönes Foto. Weiter geht's. Oh, jetzt sind hier so ein paar Kürfchen. Schön lecker drum driften. So, da kommt mir ein Auto entgegen. Alles gut. Fahren hier mal wieder Kraut und Rüben. 1 Kilometer noch, dann sind wir bei der Challenge. So. Hier eine ganz scharfe Kurve genommen. Ja, ganz wichtig, dass man da schön reinschleiden tut. Schön einen reinzwirbeln. Und dann schauen wir doch mal, was es mit dieser Challenge hier auf sich hat. Outlaw, Zeitfahren, Stanleys Sturm. Leicht, okay, leicht sollten wir ja noch hinkriegen. Das liegt daran, dass ich die halt so lange vernachlässigt habe, diese Outlaw-Challenges. Dass die jetzt noch leicht sind. So. 2,42 soll ich knacken. Oder wir machen mal ganz schnell einen Neustart. Direkt mal das Event neu starten, weil so lass ich ja mit mir nicht umgehen, ihr Freunde. Kann ja wohl nicht wahr sein. Gibt das hier einen Crash oder was? Crash, bum, bang. So. Nochmal, Stanleys Sturm. Fahre die Zeitfahren mit verfolgenden Hobbs. Machen wir nochmal. Das machen wir doch mal. Hör mal. Ja, ich muss sagen, die neue Folie kommt nicht ganz so zum Tragen, wenn es so dunkel ist, ne? Wem kommt jetzt wieder ein Auto entgegen? Ach, diesmal nicht, oder was? Ey, oh, lecker Beute. Okay, es ist auf jeden Fall eine ordentlich kurvige Strecke. Ja, ein bisschen zu hart in die Bremse gestiefelt. Uiuiuiui, da fahre ich jetzt gerade ganz erbärmlich. Müssen wir jetzt den Boost zünden, um hier auf den Berg zu kommen. Ui. Das läuft noch alles andere als rund gerade. Aber ich denke mal, das sollten wir trotzdem schaffen. Ja, die war jetzt zwar schon besser, aber auch nicht geil. Was ist denn los? Na, bin noch nicht wieder drin im Drift-Game. So, erste Minute habe ich rum. 1 Minute 42 habe ich noch.
Oh, jetzt geht's hier bergab. Oh, jetzt bin ich aber schnell. Ei. Das war jetzt ungünstig für meine Zeit. Ah, ich dachte, ich muss hier rum. Ich habe wieder nicht auf die Minimap geguckt. Da seht ihr, Leute, wie essentiell wichtig die Minimap ist. Immer drauf gucken. Immer auf die Minimap schauen. Sonst wird das nichts. Ansonsten wird das nichts. Also es ist natürlich jetzt, kann natürlich sein, dass ich die Polizei mit der Polizei durchs Ziel fahren muss. Das ist natürlich möglich. Das muss ich gleich nochmal checken. Dass ich mit Verfolgung durchs Ziel fahren muss. Aber das werden wir gleich sehen. Ob dem so ist. Aha, hier ist nochmal die Police. Und es sind noch zwei. Noch zwei Checkpoints, dann bin ich durch. Hier noch einer. Zack. Ziel, mal gucken, ob wir es damit geschafft haben. Zack. Bumm. Zack. Das sieht gut aus. Ah. Sieht schon mal gut aus, erstmal. Beendet. Mal ein bisschen was an Cash dazu bekommen. Nochmal ein zeitlich begrenzter RP-Bonus obendrauf, 30%. Nehmen wir gerne. So. Outlaw. Oh ja, Mann, versteht kaum den Fun. Aha. Oh ja, Mann, versteht kaum den Fun. Okay. Hast du jetzt vielleicht noch eine Challenge für mich, lieber Outlaw? Halte 5-mal Rap durch Maximalgeschwindigkeit, gewinne 2 Events ohne etwas zu rammen. Oh Gott. Ja, Events ohne was zu rammen ist natürlich... schwierig. Hat der Typ noch eine Nachricht für mich vielleicht? Outlaw. Hatte ich dir nicht gesagt, dich nicht schnappen zu lassen? Reiß dich zusammen, versuch's nochmal. Hä, wieso? Wurde doch nicht geschnappt. Ne, ah, ne, da. Nette Schob. Der Polizeifunk spricht eine klare Sprache. Ich werde dich im Auge behalten. Okay. Noch was vom Outlaw? Nö. Aber wieso habe ich da eigentlich noch ein Ausrufezeichen dran? Hey Kumpel, Magnus hier. Fahren wir das Rennen oder was? Melde dich schnell. Cheers. Ah, sind das noch ungehörte Dinger? Bist du beim Sprint dabei oder was? Die werden hier nervös. Ich kann sie nicht länger hinhalten. Also komm in Schwung und lass dich blicken. Die habe ich alle noch nicht gehört oder was? Okay, du hast das 1x1 des Cops-Anlockens bestanden. Jetzt musst du sie richtig provozieren. Fahre quer, so oft es geht, damit sie sich richtig klein fühlen. Okay. Mach ich. Driftversuch. Was gibt's noch? Hey Mann, ich hab da was für dich. Hast du von diesem Eddie, von dem berüchtigten Eastsiders gehört? War eine große Nummer in der Szene. Hatte diese heiße Braut Melissa, mit der ich... naja, egal, ist lange her. Die veranstalten diese Challenge mit ausgesuchten Fahrern. Ausgesucht heißt genügend Rap. Bleib auf Empfang. Sag mal, kann es sein, dass ich das alles noch nicht gemacht habe und dachte, das Spiel ist vorbei, aber weil ich zu dumm bin? Ist Amy sauer auf dich oder so? Irgendwie schon, aber ich glaube, ich hab's geklärt. Du solltest sie besser nicht gegen dich aufbringen. Hm, tu ich nicht. Mach dir keinen Kopf, wirklich, Robs. Er war's. Ich kenne das Auto irgendwoher. Könnte sein. Ken Blocks ganze Crew in der Stadt bereitet dieses Gymkhana vor. Wir tun uns zusammen. Drifts in den Hügeln. Richten die Augen auf uns. Oh Mann, würde ich so gern. Was? Schon wieder Risky Devil? Sozusagen. Was ist mit Amy? Hab gerade mit dir gesprochen. Sie fährt rüber zum Bunker. Okay, dann. Viel Spaß. Grüß sie von mir. Geht klar. Okay, Mann. Ich roll jetzt rüber zum Bunker. Gehe Kens neueste Läufe durch. Denk mir einen Plan aus. Wir sehen uns. Ey, die Story geht doch weiter. Oder? Hey, ich bin's wieder. Lass mich nicht betteln, okay? Ist nicht mein Stil. Ich hab dich ins Gespräch gebracht und die Typen beißen an. Komm besser her und lass mich gut aussehen. Ich weiß halt nicht, was ich will. Wie du meinst, ist doch nur eine Ausrede. Lass uns das jetzt nicht tun. Warum? Es geht doch noch weiter! Spike! Lass es! Hey, was denn? Bin raus. Was ist dein Problem? Ach, was nicht? Hm, sehe ich auch so. Lass uns chillen. Was meinst du? Kann ich. Hab noch einiges vor. Zum Beispiel? Einiges. Also, ich brauche eine Pause. Eine dieser Nächte, hä? Ja, eine dieser Nächte.
Ich sehe euch später. Servus. Ey, ich hätte mir einfach mal diese ganzen scheiß Nachrichten anhören müssen. Aber das sind voll viele Nachrichten. Oder? Ah ne, okay, warte mal. Hey, Bro, was geht ab? Bretterst du zu den Typen und fährst mit denen? Sollte sehr bald losgehen. Alles klar, wir sehen uns mal. Hey, Robin? Hey, lässt du mich hängen oder hat Manu dich in seinen Kofferraum gesperrt? Wie gesagt, du, ich, eine schöne kurvige Straße und viel Spaß. Komm schon, mach mit, okay? Okay. Hey Mann, ich tauche erst mal ab. Vielleicht fahre ich rüber zur Garage oder so. Zu viele Cops sind hinter mir her. Ich ruf dich später an. Okay, und Melissa? Ja, hat nix. Okay. Ne. Ah, das sind alles alte Nachrichten, also neue Challenges kommen nicht dazu. Ich soll jetzt auf jeden Fall hier wieder die Outlaw Challenge machen. Da fahren wir mal schnell hin. Das sind 3 Kilometer. Die nehmen wir mal mit. Ja, ja. Okay, ich dachte, ich hatte jetzt ein bisschen, gerade so ein bisschen Hoffnung, dass ich mir einfach nur diese Nachrichten anhören muss und schon gibt es wieder Challenges. Aber dem war leider nicht so. Es waren einfach alte Nachrichten, wie es scheint. Schade. Ist doch super schade, ey. Ist doch blöd, dass die Story dann einfach so zu Ende ist. So, ohne dass nochmal was gesagt wird. Ohne dass man sich irgendwie für ein Girl entscheiden muss oder so. Schade. Schade. Aber mal gucken. Wer weiß, vielleicht bringt mich ja diese Outlaw-Mission nochmal irgendwie ins Gespräch. Wäre ja mal ganz interessant. Ich hätte zu gern gewusst, wie das mit Spike und Robin weitergeht oder ausgeht sogar. Wäre schon interessant gewesen, oder? Ey, aua. Findet ihr nicht auch? Also ich fände das super interessant. Hier ist die Garage und das Rennen ist da vorne. War natürlich wieder kreuz und quer, so wie man es von mir kennt. Ei. Einmal noch das Auto zerstören, bitte. Geht klar, machen wir. 280 Meter sind es noch, dann sind wir da. Ich drücke nochmal auf den Boss. So. Da ist das Ding, Driftversuch, die fahre ich ja immer gerne. Ist jetzt auch langsam schon Mittel, dann schauen wir uns das mal an. Aber natürlich erst in der nächsten Folge, Leute. Wir drücken die Daumen, dass vielleicht auch noch ein bisschen Story kommt. Wir sehen uns dann. Leute, macht's gut. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dennchen. Ciao, ciao. Ja. Yeah!